Zunächst erstmal hallo. Mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich arbeite für die Oracle. Ich bin für das Thema MySQL zuständig. Einige von euch kennen mich auch schon. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich auf der Frostcom präsentiere. Schauen wir mal. Ich beginne ja meine Präsentation immer mit so einer kleinen Geschichte. Und dieses Mal hat das zu tun bei mir mit einem Klassentreffen. Man kommt ja jetzt doch in das Alter, dass man sich dann auch von der Klasse hin und wieder mal trifft. Und zur fortgeschrittenen Stunde auf den Klassentreffen diskutiert man natürlich auch, was machst du dann beruflich? Und ich habe eine Kollegin, beziehungsweise eine Schulkollegin, die nach Amerika gegangen ist. Und die hatte mich so gefragt. Und dann sage ich, ja, ich arbeite für Oracle. Und dann hat sie gesagt, sie arbeitet wie gesagt auch in Redwood Shores, sagt sie, wow, Oracle, das kenne ich, und hat mir also, ich sag mal, innerhalb von Sekunden die Buzzwords, die ich normalerweise in einem Monat in der Oracle höre, eingetrichtert. Autonomous und 19 und Enterprise Manager und so weiter und so fort. Und dann ist so immer der Punkt, wo ich sage, ja, ich mache diese andere Datenbank in der Oracle. Und dann hat man also schon so eine gewisse Skepsis in dem Gesicht gesehen, wo ich dann gesagt habe, ja, also ich mache MySQL, dann war das Gesicht eigentlich tendenziell eher so ein bisschen bemitleidenswert. Und wo ich dann gesagt habe, und ich bin unter anderem für den afrikanischen Kontinent da, also ja, ich sag mal, das Gespräch war nicht zu Ende, aber es war dann schon ziemlich eingeschränkt, ja. Und das ist so die Welt, in der ich lebe. Also ich mache auch relativ viele Präsentationen innerhalb der Oracle. Und wenn man dann sagt MySQL, da ist immer erstmal so eine gewisse Skepsis da. Von der Seite, alles, was ich jetzt so präsentiere, vielleicht auch so ein bisschen, um in diesem Aspekt zu sehen, ich muss das stellenweise auch bei der Firma Oracle verkaufen. Und dann kommen wir gleich drauf. Ich hatte dann mit Susan, so heißt die Dame, gesprochen, habe ich gesagt, du weißt ja schon, ne, dass da einiges sich geändert hat die letzten Jahre. Ja? Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und da gibt es diese Studie. Ich weiß nicht, ob die irgendeiner schon mal verwendet hatte hier auf dem Vortrag. Ist nicht von Oracle, ist von Gartner. Die kann man leider nicht einsehen, die ist sehr teuer, diese Studie. Hat irgendwie 400, 500 Dollar gekostet oder so. Naja, aber auf alle Fälle haben die das damals untersucht, damals war 2015, und haben eben gesagt, naja, also 2018, der Open-Source-Datenbankmarkt, das wächst, das boomt, das blüht, und ja, 70% oder was haben sie gesagt, werden wahrscheinlich dann im Open-Source-Markt sein. Eine mutige Ansage damals, und wenn ich jetzt den Realitätscheck mache, und jetzt denke ich eben an meine Kollegin Susan, ja, ist das passiert, ist das nicht passiert, und es gibt so zwei Folien, die ich sag mal, aus Marketing-Sicht dann jetzt immer so präsentiere. Das einmal ist dieses DB Engines Ranking, die kennt der ein oder andere ganz bestimmt schon. Eine Firma in Österreich, nicht von dem Markus Wienand, wo eben so gerankt wird, also wie populär sind Datenbanken. Die haben dann da so einen magischen Score, und diesen Score, den updaten die jeden Monat. Das ist jetzt der Score von diesem Monat, vom August. Und ich mache es mal ganz kurz. Die Welt ist mehr oder weniger aufgeteilt in 5 Datenbanken. Ja? Also Oracle, MySQL, Microsoft, Postgres und Mongo. Und ja, es gibt andere Datenbanken, DB2 und SAP HANA und Maria und was weiß ich alles, gibt es. Realistisch betrachtet in diesem Rank, ob der jetzt richtig ist oder falsch, lassen wir einfach mal dahingestellt, spielen sie erstmal keine Rolle. Mein Punkt an dieser Stelle ist, also MySQL, auch innerhalb der Oracle, uns geht es da schon ganz gut und wir sind nach wie vor sehr populär. Das hatte ich dann auch der Susan gesagt, und dachte, ja, weiß nicht, das ist ja ein österreichischer Benchmark, den trauen wir ja schon gar nicht, ja. Also, okay, ja, aber es ist de facto so. Übrigens, immer wenn ich auf Referenzen, auf Statistiken oder sonst irgendwas verweise, die Folien werden ja irgendwie geteilt oder ansonsten mir einfach eine Mail schicken, kann man im Internet nachlesen. Das ist nichts von Oracle oder sowas. Gut, dann gibt es eine zweite Untersuchung, die ist jetzt tatsächlich aus Amerika. Stack Overflow kennt, denke ich, ja auch jeder. Und die fragen also so alle Jahre mal nach, ja, wie viel Gehalt, welche Datenbanktechnologie, welches Betriebssystem und so weiter und so fort. Und die fragen halt seit 4 Jahren, glaube ich, jetzt auch nach Datenbanken. Und das ist ganz interessant. Auf dieser Folie stehen wir nämlich ganz fantastisch gut da. Und das ist, wie gesagt, nicht jetzt erst seit diesem Jahr. Die letzten 3 oder 4 Benchmarks waren sogar einen Tick besser noch gewesen. Aber mal ganz grundsätzlich, MySQL wird verwendet. MySQL ist da und MySQL wird verwendet. Und diese Studie, die wir eingangs gesehen haben von Gartner, die ist tatsächlich realistisch. Okay, wie gesagt, ich komme nochmal auf das Gespräch mit Susan zurück und sagt sie, ja, okay, MySQL. Da kommt jetzt ein anderes Thema, da werde ich nicht größer drauf eingehen, das Thema Afrika. Und dann ist so einer meiner Lieblingssprüche, wo ich sage, weißt du eigentlich, dass Afrika etwa 200 Millionen mehr Mobilfunkanwender hat wie Indien? Und ein Ami kann das ja grundsätzlich erstmal schwer glauben, aber es ist so. Also kann man relativ einfach nachlesen. Und in vielerlei Hinsicht
sind uns die afrikanischen Länder da einfach voraus. Wenn man solche Dinge sieht wie M-Pesa, so Bezahlsysteme und so, ja, aus europäischer Sicht sind wir da lange nicht, wir machen das anders. Nichtsdestotrotz, die machen auch viel mit Datenbanken, die machen sehr, sehr viel mit MySQL und das geht da genauso. Ich glaube, überzeugt habe ich sie nicht, aber Mai muss ich auch nicht, ist eine Schulkollegin, aber vielleicht mal so als grundsätzlicher Hintergrund. Wie gesagt, auch hier die Studie einfach im Internet dann nachsehen. Vielleicht nochmal eine Information zu diesen Statistiken. Ja? Also ich nehme die auch, nicht nur die, ich nehme noch viele andere eben auch. Man muss da sehr aufpassen. Ja? Also wie gesagt, sowohl die erste als auch die zweite, ich weiß nicht ganz genau, wie die sich zusammensetzen. Da sind Varianzen drin. Also ich frage jetzt einfach mal ganz blöd dann auch in die Runde. Ja? Wenn ich so viel Grün sehe, also mal so rein gefühlt, das ist ja ein absoluter Punktzahl, müsste ja das Grüne gleich dem Roten sein. Da gibt es noch viel mehr Datenbanken unten drunter. Das ist es aber nicht, das kann ich zum Beispiel nicht erklären. Aber so what? So detailliert bin ich an dieser Stelle dann da auch nicht. Gut, wir reden über MySQL und wir reden über ja, Basis-Setups von MySQL, so wie ich sie machen würde, so wie ich sehe, wie es Kunden machen sollten. Und ich gehe dann so ein bisschen drauf ein, was sollte man da ändern. Es gibt so eine Sache, das habe ich jetzt vorne dran geschoben. Ich glaube, das stand nicht im Ausschreibungstext drin. Aber wir sind jetzt auch so oft gefragt worden. Jetzt mache ich es einfach in der offiziellen Runde auch. Also seit letztem Jahr, seit April des letzten Jahres, ist MySQL 8 die letzte Datenbank oder beziehungsweise das letzte GA-Release. Also zwischen 5.7 und 8 gab es nichts. Wir hatten ganz viele Fragen wegen MySQL 7 gehabt. Das gibt es nicht. Es gibt MySQL 5.7 und es gibt MySQL 8. Auch bei unserem Mitbewerb gibt es keinen MySQL 7. Also von der Seite, ich weiß nicht, wo die Frage herkommt, müsste man dann einfach im Detail nochmal gucken. So, MySQL 5.7, das war das vorhergehende Release, war mehr oder weniger statisch. Also das waren die Funktionalitäten, die hatten wir eingebaut, wo das Produkt GA ging. Dann kam dann irgendwann nochmal der InnoDB-Cluster, auf den komme ich auch nachher nochmal zurück. Da hat sich eine ganze Menge dann auch nochmal geändert. Als Plugin wurde das ausgeliefert, das kam 2016, 2017. Ja, und wie gesagt, letztes Jahr kam dann eben MySQL 8. Und es geht jetzt nicht explizit um MySQL 8, aber so ein paar Dinge sollte man wissen, was sich geändert hat. Also zuallererst einmal sollte man wissen, das ist auch eine Frage, die habe ich einfach dazugefügt, weil ich bin seit zwei, dreimal gefragt worden. Also lizenztechnisch hat sich in MySQL 8 nichts geändert. Also MySQL 5.7 und auch die vorhergehenden Release und auch die in der Sun und auch die in der MySQL waren immer unter der GPL V2. Lizenztechnisch war da keine Änderung. Wir können das gerne am Stand irgendwie diskutieren. Es war keine Änderung. Also wie gesagt, man kann das sehr, sehr einfach nachvollziehen. So, und dann gab es, ich sag mal, so drei große Änderungen in MySQL 8, die sollte man einfach kennen. So, diese erste Änderung ist das Native Data Dictionary. Da geht es primär um das Thema der Skalierung. MySQL wird ja von sehr großen Firmen eingesetzt, also Facebook und Booking und Tencent und viele andere eben auch, die haben sehr, sehr große Datenbanken, die haben sehr, sehr viele Skalierungsrequests und da ist man an einem Punkt gekommen, auf den werden wir nachher auch nochmal kommen, wo man gesagt hat, über diesen Punkt kann man nicht hinausgehen. Also alles, was so im Bereich von 200.000, 300.000 Tables ist, das ist eine ganze Menge, gar keine Frage, da wird es sehr, sehr schwer mit MySQL Version 5.7. Deswegen das Data Dictionary, über diesen Punkt kann man jetzt relativ einfach hinweggehen. Entweder auf Basis der Tables oder auf Basis der Connections. Wir kommen nachher nochmal drauf. Der zweite Punkt ist Unicode 9. Da hatte ich gestern auch eine Frage dazu gehabt und da hatte dann der Kollege gesagt, naja, das ist ja keine große Sache. Also ich sag mal, aus Anwendersicht das zu ändern, ist das bestimmt keine große Sache. Aber wenn man es mich schon mal überlegt, dass wir tatsächlich die Daten nativ in dem Format ablegen und was darunter alles geändert wurde, also da sind mehrere Dutzend Entwickler dran gewesen über viele, viele, viele Jahre. Das Native Data Dictionary wurde in dem ersten Beta, in dem ersten Alpha-Release 2013, 2014 released. So lange hat es gedauert. Das war ein Riesenaufwand für uns gewesen. Wir kommen dann auch nachher nochmal, wo die Vorteile sind. Es ist in erster Linie in der Performance zu sehen. Aber auch hier, das war eine sehr, sehr große Änderung. Viele sagen, kennen wir, alter Hut, Postgres, Microsoft. Naja, also wir sind nicht Postgres, wir sind nicht Microsoft, wir sind auch nicht Oracle-Datenbanken, wir sind halt nur mal MySQL. Und für uns war es eben eine große Sache. Und da stecken sehr, sehr viele Entwicklungsressourcen drin. Und last not least, NoSQL Document Store. Auch da komme ich nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Es geht in erster Linie darum, dass ich auf MySQL zugreifen kann über Nicht-SQL-Formate. Das ist ein großes Thema. Viele, viele Datenbanken sind da sehr erfolgreich unterwegs. Ich hatte eingangs erzählt Mongo. Mongo ist wieder mal die schnellstwachsendste Datenbank im Moment. Die haben immer solche Verläufe. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber wie gesagt, das ist einfach ein relevantes Thema. Da kommen wir dann auch nachher nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt gab es eine große Änderung seit MySQL 8. Das sogenannte Continuous Delivery Model.
Wir haben die Lizenzstruktur, nicht die Lizenz, wir haben die Entwicklungsstrukturen dahingehend geändert, dass wir mit neueren Minor Releases Funktionalitäten nachziehen. Das war im Release 5.7 so nicht. Deswegen bei 5.7, das kam so raus, da gab es bestimmt auch zwei, drei kleine Änderungen, aber im großen Ganzen kamen da keine Funktionalitäten dazu und das hat sich jetzt geändert. Letztes Jahr mit 8.11 sind wir rausgegangen, dann kam das Release 8.12. Das ist jetzt einfach mal so, wo ich gesagt habe, da bin ich drüber gestolpert, da war Kundeninteresse. Es gibt da viel mehr, das kann man alles nachlesen. MySQLServerTeam.com, das ist der Blog von den Entwicklern, da steht es im Detail drin. Die erste große Änderung war dieses Instant Add Column. Das hat es einfach in das GA-Release nicht geschafft, würde ich mal sagen, und dann haben sie es eben nachgezogen. Dann Query Rewrite Plugin, das ist auch nichts Neues. Das konnte aber in älteren Releases immer nur Select machen. Kein Insert, kein Abtritt, kein Delete. Da werden wir nachher dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das kann unter Umständen sehr, sehr wichtig werden für Sie. Dann das Release 13. Man sieht vielleicht dann schon zukünftig, also alle drei Monate kommt ein neues Release. So Pi mal Daumen, mal eine Woche später, mal eine Woche früher. Aber kann man relativ einfach nachlesen, wenn man auf Oracle CPU Critical Patch Update Days guckt, kann man relativ genau sagen, so plus minus ein paar Tage kommt das nächste MySQL raus. Die große Änderung in 13 waren zunächst erstmal SQL Functional Indexes. Das war eine Ableitung von Generated Columns. Das konnte man mit Release 5.7 auch. War ein kleiner Mehraufwand gewesen, ist jetzt eine Funktionalität. Große Sache will ich nicht sagen, aber Primary Keys ist eine wichtige Sache. Wir werden bei dem Cluster dann noch drauf zu sprechen kommen. Und ganz, 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 ganz häufig kann der InnoDB-Cluster nicht eingesetzt werden, weil es keine Primary Key gibt. Also diese ganzen Diskussionen über Drupal und WordPress und, können wir gerne im Detail machen. Bei Design sollte das Problem nicht auftreten und dann gibt es diese Extensions und diese Extensions werden im Regelfall geschrieben ohne Primary Keys und damit fällt der Cluster weg. Ist ein Problem, kann man jetzt forcen, ohne Primary Key keine Table. Es ist einfach ja, zwangsbeatmet, sage ich mal. Gut, dann Mongo, da kommen wir bei dem Thema des Documents, das nachher nochmal drauf zu sprechen. Man kann basen, man kann andere Formate relativ einfach implementieren, kann man einfach importieren, zeigt vielleicht auch so ein Stück weit, wo MySQL hin will. Man kann mit mehreren Adressen jetzt auf Binds arbeiten, das ist vor allen Dingen für die wichtig, die in der Cloud unterwegs sind. Man hat sehr oft mehrere Interfaces und man versucht tatsächlich dann eben nicht nur an eines, das könnte man ja mit dem alten Release auch machen, und nicht an alle, das könnte man mit dem Release auch machen, aber wenn ich vier Interfaces habe, möchte ich mich zum Beispiel nur an zwei Interfaces binden. Eine relativ wichtige Sache für die, die irgendeinem Cloud-Anbieter unterwegs sind, die werden das bestimmt mögen. Dann kam das Release 8.14 im Januar diesen Jahres. Die große Funktionalität war die sogenannten Consistent Reads gewesen. Consistent Reads für den InnoDB Cluster. Kommen wir nachher drauf zu sprechen. Da war auch wieder eine ganze Menge mehr drin. So mal rein aus der Praxis. Also das Wichtigste für mich war das Two Active Passwords. Das Problem ist, ich habe einen Cluster oder ich habe eine Replikation und man soll Passwörter ja regelmäßig ändern. Wie will ich denn die Passwörter ändern, ohne die Replikation oder den Server zu stoppen? Das geht nicht. Also so, jetzt mit zwei Active Passwords definiere ich ein altes, ein neues Passwort und kann die Passwörter im Betrieb ändern, ohne den Cluster oder die Replikation zu stoppen. Ich kann das tatsächlich continuous weiter betreiben. Wichtige Sache. Gut, dieses 8.0.14 Release war nur begrenzt populär gewesen bei uns, weil da war ein Bug drin. Und zwar ein ganz blöder Bug. Also da haben wir wohl gepennt. Und zwar, wenn ich IPv6 eingeschaltet habe, ist der Cluster nicht mehr gegangen. Und das war so signifikant, dass man gesagt hat, okay, wir sind ja immer noch im Januar 19, da schieben wir mal ganz schnell ein anderes Release nach. Also kein IPv6, kein Problem, aber manche Kunden verwenden es halt nun mal und denen ist eben dann der Cluster runtergefallen. Das war nicht so schön gewesen. Von der Seite, okay, es wurde nachgeschoben, deswegen gab es da keine Funktionalität, außer dass dieser Bug behoben wurde. Gut, dann ging es weiter im April dieses Jahres, Check Constraints, der Markus Wienand hatte gestern in seinem SQL-Vortrag auch drüber referiert, okay, ich sag mal, wir haben es jetzt auch 20 Jahre lang ohne gemacht, aber jetzt ist es halt eben da. Für mich an dieser Stelle ganz wichtig, wir kommen bei der Security auch nochmal drauf zu sprechen, Encryption auf MySQL Tablespace, also alles das, was MySQL selbst braucht, um sich selbst zu verwalten, zum Beispiel die eigenen Benutzer können eben jetzt auch als Tablespace mit verschlüsselt werden. Support auf TLS 1.3 ist noch nicht forciert in irgendwelchen Regularien, zumindest keine, die ich kenne. Nichtsdestotrotz, es gibt ja den Begriff des Zusichers nicht, also von der Seite ist das eine gute Sache. Non-Plugging C-API ist eine Funktionalität, die Facebook contributed hat, die relativ großen Hype drum gemacht haben. Es geht einfach darum, wenn ich eine Webseite habe, die wird ja aus sehr vielen Queries zusammengebaut und ich möchte die eben jetzt nicht seriell, sondern in parallel abarbeiten.
wenn möglich, das kann ich jetzt machen. Also Webseiten zusammenbauen geht mit so einem CAPI zum Beispiel jetzt deutlich schneller, in der Größenordnung 30-40%. Okay, wer es braucht. Dann Release 17 vom Juli des letzten Jahres, auch eine große Funktionalität, ja, Provisioning by Cloning. Ich habe ein System und ich kann dieses System jetzt einfach klonen. Da gibt es noch nicht sehr viel im Internet drüber, so blogtechnisch oder auch Videos und so. Das ist eine Riesensache. Darf ich mal fragen, wer betreibt MySQL? So, und wer von denen, die MySQL betreiben, sichert die Daten mit Backup? Wahrscheinlich alle, behaupte ich mal. Ja? Okay, das Problem mit dem Backup ist ja unter anderem, es ist relativ teuer, wenn es um die CPU geht und vor allen Dingen, wenn es um den Restore-Prozess geht, das dauert relativ lange. Mit diesem Cloning, also mal ganz ehrlich, wir zählen mal eins und eins zusammen. Ja? Also ich streame die Daten irgendwo weg, mache da irgendwie einen Kompress drauf und wenn ich es brauche, mache ich einen Uncompress und mein Server ist da. Also dieses Cloning wird mit Sicherheit ganz, ganz, ganz häufig zum Backup-Zwecken missbraucht werden. Und ganz ehrlich, das funktioniert relativ gut. Einfach mal ausprobieren, im Produkt ran. Eine andere große Sache, Multi-Value-Indexes. Jetzt muss ich einschränkend sagen, Multi-Value-Indexes für JSON-Data. Das wird auch für andere Funktionalitäten nachgezogen, aber das brauchen wir primär für den Document-Store. Da sind wir heute. Es wird weitergehen. Jetzt sind wir im Juli. Das nächste Release wird dann im Oktober sein und das Release danach wird im Januar sein. Wir geben das, was wir da announcen oder das, was wir da bekannt geben möchten, nicht offiziell bekannt, aber wir können einfach am Stand drüber mal reden, ob es bestimmte Anforderungen gibt. Das wird so weitergehen. Gut, dann mache ich an dieser Stelle jetzt auch einen Break mit MySQL 8 und komme zu meinem eigentlichen Vortrag. Es geht ja eigentlich um Best Practices. So, jetzt ganz viele von Ihnen betreiben MySQL schon, habe ich festgestellt. Von der Seite gehe ich davon aus, Sie haben auch ein gewisses Wissen, einen gewissen Erfahrungsschatz. Schauen wir mal, ich werde öfters jetzt mal was fragen in der Runde. Aber mal ganz grundsätzlich geht es also darum, ich habe MySQL, viele ändern da gar nichts und die betreiben eine Datenbank. Das kann man machen, ganz klar. Und solange ich keine Probleme habe, ist das auch super. Nur, was in der Regel meistens irgendwann mal passiert, ich habe ein Problem. Und dann ist wiederum so die Frage, okay, ist MySQL schuld oder keine Ahnung, ja. Also viele von diesen Dingen, die eben passieren, kann man vorhersehen. Einfach anhand, wenn man mal in den Blogs oder in den Erfahrungsberichten liest, kann man ganz oft schon sagen, naja, also das hättest du aber anders machen können, ja. Wir machen das auch von der Firma Oracle oder vom Community-Team aus, sogenannte Health-Checks. Wir kommen zu Kunden, gucken uns das dann an. Wenn Sie da Interesse dran haben, einfach mal vorbeischauen. Naja, und dann kommt jemand von Oracle oder ich und sagt, naja, also MySQL kann schon eine ganze, ganze Menge, aber Sie verwenden es halt einfach falsch. Ja? Und genau darum soll es gehen, damit man diese großen Stolpersteine, die definitiv da sind, damit man die vorab findet. Und ich bin jetzt auch nicht der hundertprozentige Tief-Techie oder ein Entwickler oder sonst irgendwas. Also ich versuche das relativ basistechnisch abzudecken. Wenn Sie aber wirklich Interesse dran haben und sagen, ja, also das ist mir alles hier zu lulli, ich möchte wirklich wissen, was geht. Wer kennt den Dimitri Kravchuk? Vom Namen her, von der FOSDEM. Das ist der Leiter unseres Performance- und Skalierungsteams. Also der hat immer die Server, die jeder irgendwie gerne hätte, wo ich dann später mal lese im Internet, die gibt es, die hat er im Regelfall zur Verfügung und dann guckt er, was geht. Ein ganz, ganz, ganz fantastischer Kerl. Wer kennt noch so ein bisschen Solaris von früher, von Sun Microsys? Ja, Dimstat. Er hat Dimstat entwickelt. Also daher kennt man ihn eigentlich. Gut, und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin da also wirklich interessiert dran, der hat einen Vortrag auf der FOSDEM, das war angelegt für 45 Minuten. Nach 180 Minuten haben sie dann einen Heartbreak gemacht. Das ist die Folie dazu. Kann man sich angucken. Ich weiß nicht, wie relevant das für den alltäglichen Gebrauch ist, aber es zeigt eben, was man mit MySQL eben alles machen kann, wenn man denn die Server von ihm zur Verfügung hat, die ich nicht habe. Na gut, also das ist so dieser erste Vortrag. Da habe ich auch ganz viele Bilder davon gestohlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es einen zweiten Vortrag. Ich gehe mal davon aus, den kennen nicht so viele. Das nennt sich Boring Technology von den Dan McKinley. Dan McKinley ist einer der Präsentatoren, wenn es um Wikimedia-Konferenzen geht. Die letzte war jetzt irgendwann in Amsterdam gewesen. Und ein ganz, ganz fantastischer Präsentator. Und der betrachtet die Welt aus einer anderen Brille, die ich tatsächlich auch so irgendwie relativ oft aufhabe. Und der ganze Vortrag geht um einen Freund, den er hat, den Andy. Und Andy zieht immer dasselbe T-Shirt von derselben Marke an, jeden Tag.
Und dann hat er ihn eben gefragt, Andy, warum machst du das? Und dann sagt er, naja, also ich glaube, dass ein Mensch nur gewisse Innovation Credits pro Tag hat. Also er kann nur eine gewisse Anzahl von Entscheidungen richtig treffen. Und wenn er sich damit beschäftigen würde, was für ein T-Shirt er anzieht, wäre einer von diesen Credits schon weg. Und dementsprechend macht er das nicht. Klingt jetzt lustig und auf Basis von dieser Theorie baut er dann eben auf, dass er sagt, Leute, also das ist zwar cool, mit irgendwelchen hochkomplexen Systemen zu arbeiten, aber wenn ihr es betreiben müsst, habt ihr ein Problem. Und genau darum geht es, kann man sich auch anschauen, gibt es ein Video auch dazu. Ein super amüsanter Vortrag, geht auch über 1,5 Stunden. Und da geht es eben darum, dass man sagt, verwendet existierende Technologien und im zweiten Schritt sagt er eben KISS, so einfach wie möglich. Ja, also das ist genau der Ansatz, den ich jetzt auch verfolgen werde. Ich versuche tatsächlich zu sagen, okay, wie kann ich MySQL so einfach wie möglich eben für die möglichst vielen Anwendungsfälle abdecken. Das sind diese 8 Schritte, die ich versuchen werde darzustellen. Wir fangen einfach mal damit an. Es gibt ja irgendwie diese Erwartung, mit Hardware und Datenbanktuning, da erschlage ich alles. Unfug. Das wirkliche Problem, und denken Sie einfach mal an Ihre Anwendungsfälle, in den allermeisten Fällen ist das Query das Problem. Ja? Da kann ich hardwaretechnisch aufrüsten, was ich will. Eine schlechte Query ist eine schlechte Query und die antwortet halt einfach langsam. In meinem Vortrag geht es aber nicht um die Queries, sondern wir kümmern uns tatsächlich um das andere. Und bevor ich groß weitermache, eine Sache, also so eine Query, ganz ehrlich, ja, ich bin, wie gesagt, nicht der Entwickler vor dem Herrn und wo der Markus Wiener immer gefragt hat, wer kennt das, wer kennt das, wer kennt das. Ja, vor 15 Jahren habe ich irgendwann mal einen Kurs dazu gemacht. In der Praxis habe ich es halt nie gebraucht, schon gar nicht mit MySQL. Vieles war auch nicht verfügbar in MySQL. Aber ganz, ganz viel kann man wirklich relativ einfach lösen, wenn man einfach das Gehirn einschaltet, ja. Also, ja, jetzt also mal ganz ehrlich, ja, also Klassiker, ich fahre zu einem Kunde, einem Telekommunikationsanbieter in Deutschland, ja, und er sagt, also bis 20 Verbindungen, 25 ist super, aber ab der 26 ist alles aus. Und da sage ich, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Problem ist, weil so digital ist das einfach aus meiner Erfahrung nicht, ja. Ja, und dann bin ich also hingegangen und dann hat er mir seine MyCNF gezeigt, ja. Fantastisch. Also über 4, 5 Seiten, die Hälfte der Befehle habe ich noch nie gelesen, was da drin stand. Und dann habe ich ihn gefragt, was heißt das? Und er sagt, ja, das weiß ich auch nicht, ich habe es von meinem Vorgänger geerbt. Schlechter Ansatz. Ja, okay, dann haben wir gesagt, gut, wir löschen einfach mal alles raus. Wir haben alles rausgelöscht, das Problem war weg. Also ohne irgendwas zu machen, wäre es besser gelaufen. Gut, das war eine Sache von, ich sag mal, 5 Minuten. Es war eine relativ große Anfahrt für mich gewesen. Was machen wir anstattdessen? Okay, gucken wir doch mal, was so query-technisch abkommt. Ja, ist ja jetzt alles klar, die Performance ist super und brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Slow Query Log, wir gucken einfach mal, ja. Und tatsächlich, ich sag mal, für gefühlt 10, 20 Queries hat er nie einen Index verwendet. Da brauche ich wirklich kein Datenbank-Know-how dafür. Also, wenn ich weiß, dass es Slow Query Log gibt, dass es Monitoring-Tools gibt, ich sag mal, die MySQL kennen, verwenden Performance-Schema oder das Sys-Schema oder ich verwende einfach die Workbench. Ja, da gibt es solche Dinge wie Explain und Trace und Analyze. Ausprobieren. Und die Workbench hilft da wirklich weiter. Die Workbench ist auch ein kostenfreies Tool. Einfach mal gucken, was passiert. Also diese ganz klassischen Show Variables, Show Status, damit erschlägt man ganz, 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 ganz viele Probleme. Gut, darum geht es aber nicht in meinem Vortrag. Wir machen weiter mit MySQL. So, jetzt fangen wir einfach mal mit ein paar Basics an. Also ich möchte MySQL betreiben. Da gibt es also ganz, ganz viele, die sagen, hey, nur bare metal. Ja, finde ich gut, kann man machen, hat Nachteile mittlerweile, ja, wenn es um das Thema Snapshotting von Betriebssystemen geht oder hin und her schieben. Auch das Thema Hochverfügbarkeit kann man auf Basis von Virtualisierung relativ gut abbilden diese Tage. Also kann man machen. Virtualisierung im Generellen, ja, KVM, VMware, jetzt mal ganz ehrlich, wer betreibt denn MySQL nicht in einem von diesen Virtualisierungs- oder Container-Environments? Also wer betreibt wirklich MySQL bare metal? Wer macht's? Na, okay, 3, 4 Stück. Okay, also wird es einen Grund haben, aber ganz ehrlich, ist rückläufig. Ja, also die allermeisten Installationen, die ich sehe, sind tatsächlich virtuell. Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, die sagen, also klar, ich hätte natürlich auch am liebsten alles für mich, aber das ist nicht die Realität, sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Und wie gesagt, ich habe keine schlechten Erfahrungen damit. Und auch dieses Thema Docker und Kubernetes, gibt es 1000 Artikel, warum man es nicht machen sollte. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das funktioniert relativ gut. Also die es einsetzen, habe ich noch nichts Schlechtes gehört. Aber ich lasse mich da gerne überraschen, wenn einer was weiß, einfach nachher mal vorbeikommen.
Dann Betriebssystem, auch eine ganz tolle Diskussion. Linux, klar. Letztes Jahr war einer von FreeBSD da, der sagt, FreeBSD, das ist es. Und dann gibt es auch immer welche, die sagen, Microsoft, das ist es. Ganz ehrlich, vollkommen egal. Wir sind jetzt hier auf einer Open-Source-Konferenz, da sage ich auch natürlich, hier machen Sie Linux, aber ganz ehrlich, wir können auch jedes andere Betriebssystem nehmen. Wenn es um wirklich Höchstskalierung geht, hat Linux Vorteile, aber auch hier ganz, ganz, ganz viele gehen an diese Limits überhaupt nicht dran. Von der Seite ist es eigentlich egal, aber ich sage jetzt einfach mal, Linux ist okay. Und welches Linux Sie verwenden, SUSE, Ubuntu, Debian, so what? Ja, ich muss natürlich, ich werde ja auch gefilmt, also Oracle Linux ist natürlich das Beste, nur dass das... Okay, gut. Dann CPUs. Ja, je mehr CPUs ich habe, wenn ich entsprechend Last habe, desto besser. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, dass diese Single-Thread-Performance, dass die schnell ist. Also schnell getaktete CPUs, gerade für Single-Queries, ist nach wie vor noch ein Vorteil. Wenn dann irgendwann Parallel-Query-Execution, wenn das funktioniert, mag das alles dahinfällig sein, aber Stand heute ist es tatsächlich so, wenn ich die Wahl habe, schnelle CPUs mit wenigen Cores oder viele Cores mit wenigen Megahertz, dann würde ich tatsächlich eher die vielen Megahertz bevorzugen. Muss man einfach wissen. Ganz oft hat man ja jetzt auch bei Cloud, bei Virtualisierung gar nicht mehr die Auswahl, aber sollte man einfach wissen. Ja, Arbeitsspeicher, relativ einfach, je mehr, desto besser. Gehen wir noch im Detail drauf ein, aber je mehr, desto besser. So einfach. Wenn die ganze Datenbank mit Index im Arbeitsspeicher ist, dann geht es auch nicht mehr schneller. Aber ganz ehrlich, so Datenbanken haben mittlerweile auch ein paar hundert Gig oder ein paar Terra und so viel Arbeitsspeicher kriegen wir typischerweise nicht. Und deswegen ist die Aussage grundsätzlich schon richtig, je mehr, desto besser. Disks. Ja, vor 3 Jahren gab es einen Vortrag, XFS versus X4 versus was weiß ich. Klar, da gibt es Unterschiede. Bin ich vollkommen bei allen. In der Realität ist es unrelevant. Für mich ist es mittlerweile unrelevant geworden, was für ein Filesystem ich verwende und ob das jetzt wirklich ein Single-SSD oder ob es ein RAID 10 ist oder was weiß ich. Klar, gibt es theoretische Vorteile. Ich referenziere hier auf den Chris Köntop von Booking.com, der gesagt hat, Leute, das, was eine SSD macht, nutzt ihr aus MySQL-Sicht eh nicht mehr aus. Da muss ich sagen, da hat er recht. Von der Seite, klar, je mehr, desto besser und je schneller, desto besser, aber die Unterschiede in der Performance und vor allen Dingen in der Applikationsperformance, das ist ja eigentlich das, was zählt. Weiß ich nicht, ob das noch relevant ist. Aber wenn ich die Auswahl hätte, hey, also SSDs oder irgendwelche NVRAM-E, was weiß ich, latest und greatest, ich hätte sie gerne, aber in der Praxis werdet ihr feststellen, das nutzen wir einfach nicht mehr aus. So. Gut, ja, Netzwerk, ja, da hängt es jetzt ein bisschen davon ab. Habe ich ein Standalone-System, ist mir das Netzwerk relativ egal. Also die Applikation sollte halt gut angebunden sein. Ja, bei Replikation hängt es dann davon ab, was ich repliziere. Und beim Cluster würde ich mal sagen, ich will das Beste. Also das werden wir später noch diskutieren, muss man mal schauen. Eine Sache, also wenn man es sich leicht machen will, dann würde ich immer MySQL als Betriebs- oder mit dem Betriebssystem Standalone betreiben. Wir werden sehen, vieles von dem Tuning, was wir nachher besprechen, in dem Moment, wo das eingekapselt und es läuft tatsächlich in sich alleine, habe ich viel ganz andere Möglichkeiten. In dem Moment, wo ich mir das mit der Applikation teilen muss, ich teile gerne, ist nicht der Punkt, nur wenn dann was schief läuft, also die Applikation ist nie schuld, es ist immer MySQL und es ist auch immer MySQL, was dann cached, das stimmt sogar, nur warum cached, weil die Applikation, aber an dieser Stelle, wenn es geht, würde ich tatsächlich versuchen, MySQL Standalone auf einem Betriebssystem als dedizierten Service zu verwenden. Gut, sagen wir jetzt einfach mal, wir verwenden Linux in, weiß ich nicht, VMware oder in KVM oder sonst irgendwas. An dieser Stelle ist es unrelevant. Mit irgendeinem modernen Linux, 64-Bit ist, sage ich einfach mal, State of the Art, habe ich jetzt nicht groß erwähnt. So, was ändere ich an dem Betriebssystem ab? Also ganz ehrlich gesagt, ändere ich da eigentlich gar nichts ab. Also es gibt einen Parameter, den sollte man überprüfen, U-Limit. Was ist U-Limit? Wo sind die Linux-Leute? Die Prozesslimits, die Dateizugriffe. Im Endeffekt die Dateizugriffe. Warum ist das wichtig? Ich habe 1000 Tabellen in MySQL und ich habe 2 Benutzer. In der Theorie, wie viele Files öffne ich? Mit 8. Mit 7 ist es anders, also 5, 7 ist es anders, mit 8. 2 Benutzer, 1000 Tabellen, können bis zu 2000 Zugriffe sein. Wo ist der Standard? Wo ist der Default-Wert bei Linux?
Bei Cent, also zumindest mal bei CentOS 7, bei 8 weiß ich es nicht. 1024. Das heißt also, wenn ich tatsächlich diese zwei Benutzer habe, die dann darauf zugreifen würden, würden die immer warten müssen, bis einer geschlossen ist. Wenn ich 100 Benutzer habe und ich habe 100 Tabellen, habe ich theoretisch 10.000. Also man sieht schon, das wird zu einem Problem. Deswegen also diesen Wert einfach anpassen, ist relativ einfach. In der Praxis würde ich sogar empfehlen, einen Benutzer anzulegen für MySQL, unter dem er dann läuft und diese Limits tatsächlich dann auf diesen Benutzer zu binden aus Security-Sicht. Ist optional, kann man machen. Man kann das ganze Thema auch unendlich weiter treiben. Also in der Dokumentation steht, dass wir hier einen alternativen Malloc empfehlen. Habe ich persönlich noch nie gemacht, kann man tun. Ob da wirklich signifikante Unterschiede sind, ich weiß es nicht, aber Dimitri sagt ja. Wenn Dimitri ja sagt, sage ich natürlich auch ja. Ob die relevant sind, behaupte ich mal, weiß Dimitri auch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Von der Seite, da kann man sich, wenn man Betriebssystem sicher unterwegs ist, gerne auslassen. Ja, und dann gibt es diese Tuning-Wizards. Also die kennt bestimmt auch jeder. Ja, also die machen dann das Betriebssystem super und das MySQL super. Ich stehe nicht auf die. Ich hatte es mal gemacht. Ich habe in meinem vorigen Leben MySQL angewendet als Anwender und da hatte ich das getan. Und das Resultat war dann irgendwie, dass ich 4 oder 5 Tage versucht habe, die Probleme zu lösen. Also von denen kann ich wirklich nur abraten. Ich sage nicht, dass es das grundsätzlich, man kann das tun. Alles, was wir jetzt hier machen, kann man auch in ein Programm packen. Ich kenne halt jetzt wirklich kein Programm, was das gut macht. Ich lasse mich wirklich beraten, dass es da was Gutes gibt. Aber die, die ich kenne, sind nicht so optimal. Sorry, also von der Seite, ich würde definitiv davon abraten. Und gerade also jetzt Unlimits setzen oder sowas, das kriegt auch der Normalanwender hin. So, MySQL, ja, also da muss man halt ein bisschen aufpassen, nicht? Also ich hatte ja schon gesagt, MySQL 8 und wir releasen alle 3 Monate. Und ja, es gibt nicht nur ein MySQL, es gibt dann auch noch Maria und es gibt ein Percona und die einen sagen, wir sind MySQL, die anderen sagen, wir sind es nicht. Also ist grundsätzlich erstmal egal, aber man sollte es halt einfach wissen. Also nicht überall da, wo MySQL draufsteht, ist MySQL drin. Also die Deutschen kennen ja diesen Slogan noch, ne? Aber gut. Deswegen an dieser Stelle eben aufpassen, weil ich sage jetzt einmal bei Percona, auch die hängen einige Releases hinter unserem Release hinterher, also 8.0.17. Also vieles von dem, was wir machen, geht da so nicht. Und wir machen das ja aus einem Grund. Also wir machen das ja nicht, weil wir denken, hey, das ist cool, sondern da sind ja ganz viele Bugfixes und Security und was weiß ich alles drin. Also es hat ja schon einen Grund, warum wir releasen. Das ist ein relativ teurer Prozess für uns. Das dauert und relativ viele Ressourcen gebunden. Und von der Seite würde ich es auch tatsächlich nutzen. Und deswegen, ich vertrete natürlich auch MySQL, würde ich immer empfehlen, also MySQL. Und wenn ich rede MySQL, dann rede ich wirklich von dem MySQL von MySQL.com. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist 5, 7 und 8. Also ich hatte ein paar Mal diese Diskussion gehabt, naja, das muss erst schön abgehangen sein. Das stimmt, das sehe ich auch alles ein, aber auch hier wieder, ja. Also viele Dinge, die wir mit MySQL machen, die stehen in 8 zur Verfügung und in 5, 7 eben nicht. Gerade wenn es um den InnoDB-Cluster geht, da sehe ich den eklatantesten Unterschied zwischen den zwei Releasen. Muss man einfach aufpassen. Aber es gibt einen Grund und den sollte man wirklich kennen. Also in dem Moment, wo, ich sage jetzt einfach mal, die Applikation zertifiziert ist mit MySQL 8, sind keine Probleme zu erwarten. Also ganz viele Kunden verwenden mit MySQL 5.7 UTF-8. Das ist so. Ja, ich behaupte einfach mal die allermeisten hier. So, jetzt hatte ich ja eingangs erwähnt, MySQL 8 speichert die Daten nativ auf Basis von UTF-8, MB4 auf Unicode 9. Da gibt es einen ganz signifikanten Performance-Unterschied. Also das ist tatsächlich so, wenn Sie eine existierende 5.7 UTF-8 mit MySQL 8, werden Sie 20-30% ohne irgendwas zu machen, höheren Throughput haben. Ist keine Magie, hat einfach mit diesem Fallsystem zu tun. Es gibt da allerdings auch einen Nachteil. Und der Nachteil ist, der Default in MySQL 5.7 ist Latin 1. Wenn ich es auf Latin 1 umstelle, MySQL 8, sind wir signifikant langsamer als 5.7. Also von der Seite muss man die Entscheidung auch da ein Stückchen abhängig machen, was für ein Character Set, was für eine Collection ich da verwende. Also 5.7.8, im Regelfall ist MySQL 8 sehr, sehr gut. Das ist auch lang genug schon raus. Also ich kenne jetzt keine signifikanten Bugs. Heißt aber nichts, kann sein, dass gerade einer geöffnet wird. Aber grundsätzlich, wenn die Applikation das hergibt, viele Applikationen machen es noch nicht, würde ich tatsächlich MySQL 8 verwenden. Das nächste sind dann die MySQL Repos versus Linux. Auch gestern war ein Consultant da von MySQL, der wieder gesagt hat, ja, das Upgrade, das ist ein Problem. Ich kann das so nicht bestätigen. Normalerweise hätte ich gesagt, ich mache eine Demo, aber ich bin schon relativ weit mit der Zeit. Von der Seite spare ich mir jetzt diese Demo.
Es gibt ein MySQL-Repository. Sie laden sich ein Paket runter von mysql.com Downloads, installieren dieses Paket, dann machen Sie yum install mysql-server und das war's. Und wenn ein neues MySQL-Release zur Verfügung steht, dann wird es eben mit upgedatet. Das gibt es für das Release 5.5, 5.6, 5.7, das gibt es schon immer. Damit kann ich sehr, sehr einfach MySQL State of the Art halten. Das wäre meine Empfehlung. Viele machen auch RPM-Installationen, kann man alles tun. Wichtig an dieser Stelle vielleicht, die Pakete sollten tatsächlich von mysql.com kommen, weil ich es eben sonst nicht weiß. Red Hat 8 kennt mit Sicherheit auch viele oder jeder oder CentOS. Einer CentOS 8 gibt es, glaube ich, noch nicht. Was für ein MySQL wird mitgeliefert? Hat jemand geguckt? 8.0.12. Also ja, aus unserer Sicht ein 5 Release, altes Release liefern die halt mit. Das ist auch klar, dass sie das tun. Nichtsdestotrotz sollte man sich einfach im Klaren sein, man arbeitet unter Umständen mit dem älteren Release. So, dann, wir reden jetzt über MySQL 8. Die MyCNF, die kennt jeder von Ihnen. So, jetzt muss ich dazu sagen, ich verwende die auch noch und vieles, ich schreibe jetzt auch immer MyCNF, aber ganz ehrlich gesagt macht man das heute so nicht mehr. Man kann über dieses setPersist die Werte in der Session schreiben. Somit kann ich gerade bei irgendwelchen Docker, Container, was weiß ich, Images, sehr, sehr einfach die Parameter ändern, ohne der in der MyCNF rumzuwirken. Und viele von den Parametern sind ja mittlerweile auch dynamisch. Ich kann das tatsächlich über setPersist sitzen. Wenn ich es über setPersist setze, dann wird der Wert in die MySQL dAutoCNF eingetragen. Der steht auch unter varlib MySQL. Das heißt, wenn ich MySQL starte, liest er erst die MyCNF, liest im zweiten Schritt dann die MySQL dAuto und überschreibt die Werte der MyCNF. Es gibt dann eine entsprechende History, kann man sich auslesen. Nur mal ganz grundsätzlich, ich behaupte einfach mal, die MyCNF wird über kurz oder lang irgendwo sterben. Auch bei unseren internen Deployments mit der MySQL in der MySQL Cloud setzen wir tatsächlich primär nur noch auf setPersist und setzen die Sessions in der Variable selbst und nicht mehr über die MyCNF. Das geht nach wie vor, gar kein Problem. Ich referenziere auch immer wieder drauf, nur besser ist es vielleicht, man guckt sich die MySQL-D-Auto an. Dann alle Sessions gehören zur MySQL-D-Section, keine Duplikaten in der File. Primary Key ist einfach ein Must-Have, immer für irgendwelche Performance-Dinge. Und die Main-Performance, hatten wir schon gesagt, kommt nicht von der Hardware oder von dem Betriebssystem, von guten Queries. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist eben das Monitoring von MySQL. So, jetzt fangen wir mal an. Also die erste Einstellung, die ich eigentlich immer ändere, ist der Standardport. Das hat einen ganz einfachen Grund, 3306. Wenn ich zwei Systeme habe, Master- und Slave-System, möchte ich ja nicht meinen ganzen Applikationen sagen, wenn da irgendwas geändert ist oder wenn da irgendwie ein Umswitch macht, das ist das neue MySQL-System. Ich kann mit einem Router, ob ich da jetzt in MySQL route, ob ich da ein HA-Proxy, ein SQL-Proxy, an dieser Stelle erstmal ganz grundsätzlich egal. Ich würde eine Instanz da vorstellen, die tatsächlich auf die aktive MySQL-Session routet. Das heißt aber auch, dass ich dieser Instanz den Port 3306 gebe, was dann wiederum heißt, dass MySQL einen anderen Port haben sollte. Kann man machen, muss man nicht machen, ist einfach optional. Aber denken Sie sich einfach, Sie haben drei MySQL-Systeme. So, wie gewährleiste ich den Zugriff auf das System? Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Einfachste ist, ich setze einen Router oder einen Proxy davor und dem Router oder dem Proxy, dem gebe ich die 3306, damit ich meine Applikation selber nicht ändern muss. Ist optional, ist wie gesagt relativ einfach, nur grundsätzlich Applikation connected über 3306 an den Router und der Router connected dann weiter an irgendwelche anderen MySQL-Systeme oder Proxy oder was auch immer. Deswegen ändere ich den Proxy, den Port, den Standardport eigentlich im Regelfall ab. MySQL und Memory. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, MySQL liebt Arbeitsspeicher und InnoDB ganz im Speziellen. Ja? Da gibt es diese drei Werte, also die, die man eben setzt für den Serverstart, also in InnoDB Buffer zum Beispiel. Das ist typischerweise ein sehr, sehr großer Wert. Das ist eine globale Einstellung, den setzt man einmal und den nimmt sich MySQL. Punkt. Ob es das braucht oder ob es das nicht braucht, ist egal. Der ist gesetzt und das nimmt sich's. Und das ist eben nur einmal allokiert. Der ist relativ unproblematisch, kann man handeln. Schwieriger wird es bei Settings, die ich per Connections setze, zum Beispiel irgendwelche Temp-Table-Settings, ja, weil ich bleibe einfach jetzt mal bei meinen 100 Verbindungen und wenn ich dann 100 mal die Verbindung, wenn ich jetzt einfach sage, Temp-Table 1 Gig, dann sind das 100 Connections mal 1 Gig, sind 100 Gig nur mal für die Sessions drauf, da werde ich mit Sicherheit swappen und das ist der Super-GAU. Von der Seite, egal was ich ändere, mir muss immer klar sein, wie setzt sich der Arbeitsspeicher zusammen. Diese Global-Variablen sind, wie gesagt, relativ einfach, die kann ich handeln. In dem Moment, wo ich per Connection-Based Settings mache, wird es dazu führen, unter Umständen, wenn ich viele Connections habe, dass ich ein Arbeitsspeicherproblem habe. So, ich habe jetzt hier erstmal Platzhalter geschrieben.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. So, jetzt gibt es, was sind so diese typischen Werte, die ich ändere in MySQL? Also der Wert überhaupt ist der InnoDB-Buffer. Mal ganz grundsätzlich kann man sich vorstellen, also MySQL hat einen Buffer im Memory, Arbeitsspeicher ist immer noch Faktor 1000 schneller als die Festplatte und meine Daten stehen da drin. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Read mache, einen Select mache, dann ist das schnell. Je mehr Arbeitsspeicher ich habe, desto weniger muss er auf die Platte greifen, eher gut, desto schnell ist es. Das ist so der Hauptwert, den ich ändere. Und da sagen wir typischerweise so 75% des Arbeitsspeichers. Ja, wenn ich ein dediziertes System habe. Wenn ich jetzt kein dediziertes System habe, ist die Frage, was steht mir wirklich zur Verfügung und wie stelle ich sicher, dass dieser Wert zur Verfügung steht? Ziemlich schwierig. Und von der Seite, ein dediziertes System ist halt einfach besser. Gut. Ich sage einfach mal, das kann man sich als Cache vorstellen, das ist relativ einfach. Das ist alles, wenn es um lesende Performance geht, ist das so dieser erste Wert, den man wissen sollte. Gut. Zweiter Wert, InnoDB Log File Size, das sogenannte Transaction Log oder Redo Log. Stimmt nicht 100%, hat sich auch mit MySQL 8 geändert, ist aber für unsere Theorie, für unsere Überlegung relativ egal. Ich connecte auf ein MySQL-System, ich habe eine Information, die steht im Arbeitsspeicher zur Verfügung. Sinngemäß wird der Arbeitsspeicher in das Log übertragen und das Log updatet dann die InnoDB-Engine. Wenn dieses Log nicht groß genug ist, gibt es Verzögerungen und dementsprechend möchte ich das verhindern. Der Default sind 2x50 MB, 100 MB. Gerade wenn ich also irgendwelche Dumps fahre, also einspiele, ist das unter Umständen zu klein. Und dementsprechend sollte man das anpassen. Ich habe jetzt hier einfach mal geschrieben, 256 MB ist ein guter Wert. Das heißt, wenn ich also was schreibe, wird tatsächlich dieses Log relativ schnell befüllt, wird aber an dieser Stelle noch nicht gesnapshottet mit der Storage Engine. Und dementsprechend kann ich erstmal diese 500 Gig in diesem Beispiel auflaufen lassen, ohne dass es ein Problem gibt. Ist, wie gesagt, das Äquivalent zu dem Redo-Log. So, ich komme gleich nochmal auf diesen Platzhalter zurück. Und dann gibt es das InnoDB-Flush-Method. Ja, die Idee ist ja, ich habe das MySQL-System, das MySQL cached, das Betriebssystem cached, die Festplatte cached und dann irgendwann unten drunter wird es auch wirklich mal auf Platte geschrieben. Also zu viel Caching. Mit diesem ODirect gehe ich sinngemäß, übergehe ich den Cache von dem Betriebssystem und schreibe direkt in den Cache von der Festplatte. Theoretisch. So, ist eigentlich eine gute Sache, dadurch ist MySQL typischerweise eine ganze Ecke schneller. Man sollte natürlich ein grundsätzliches Verständnis davon haben, was wird denn auf die Platte geschrieben. So, ja, kann man alles setzen? Muss man mit MySQL 5.7 setzen? Mit MySQL 8 gibt es die Variable InnoDB Dedicated Server. Und diese InnoDB Dedicated Server kann ich auf 1 setzen und dann bemisst er diese Parameter automatisch. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich installiere mal MySQL, setze InnoDB Dedicated Server und alle anderen Werte werden tatsächlich dann abgeleitet von meinem zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher. Gibt es nur in MySQL 8, ist, würde ich mal sagen, so die mit wichtigste Setting. Warum macht man das nicht bei Default? Wenn ich ein MySQL-System habe, auf dem auch Applikationsserver laufen und ich greife mir dann einfach mal 75% des Arbeitsspeichers, hat die Applikation ein Problem. Dementsprechend können wir das nicht tun. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, mit MySQL 8 ist das die wichtigste Setting, InnoDB Dedicated Settings. Und der bemisst mir diese ganzen anderen Werte automatisch auf Basis des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. Ändere ich den Arbeitsspeicher, ändert er die Werte mit. Coole Sache, gerade in der Cloud, ich brauche mehr Performance, ich setze meine Werte halt entsprechend hoch, sie werden automatisch beim nächsten Reboot mit angepasst. Gut, ja, wie viel Arbeitsspeicher ist richtig? Ganz heikles Thema. Gibt es 1000 Meinungen dazu? Immer wenn es 1000 Meinungen gibt, gucke ich dann an, wenn der Kunden dies machen. Einer meiner Kunden, Booking.com, sagt immer, naja, also so 40% der Datenbankgröße sollte es sein. Diese Aussage gebe ich so jetzt einfach mal weiter. Also wenn ich 100 Gigabyte habe, dann gehen die von 40, also von 100 Gigabyte von 40 Gigabyte aus, was sie dem InnoDB-Buffer zuweisen, plus das Betriebssystem, 4, 5, also bei 50 Gig wäre dann eben Schluss. Da gibt es 1000 andere Sagen, und gerade wenn ich solche Log-Devices habe, die tatsächlich nur irgendwie so als Schreibinstanz sind, brauche ich das natürlich nicht. Es gibt da keine gute Antwort von der Seite. So ein Stück weit ist das tatsächlich Trial and Error. Also den fantastischen Wert dazu kann ich auch nicht benennen, sorry. Dann gibt es InnoDB Flush Log at TRX. Also was passiert ganz grundsätzlich? Also ich schreibe in meinen Arbeitsspeicher rein und dann wird der Arbeitsspeicher runtergebrochen auf meine Transaction Logs und die Transaction Logs daten dann entsprechend meine Storage Engine ab. Gut, jetzt, wenn ich tatsächlich in den Arbeitsspeicher schreibe, die Information wird in dem Log vorgehalten, dann muss diese Information ja auf das Festplattensystem geäfsinkt werden. Ich habe 1000 Transaktionen, ich habe 1000 Fsyncs. Das ist sehr ineffektiv.
Kann man machen, MySQL handelt es. Ich kann es aber auch tatsächlich so definieren, dass ich sage, ich mache das zwei. Das ist ein ganz gefährliches Setting, weil MySQL tatsächlich nicht mehr ACID-compliant ist. Wenn ich tatsächlich einen Stromausfall habe zu dieser Zeit, werden mir tatsächlich diese Daten verloren gehen. Muss ich sehr, sehr aufpassen. Aber gerade die, die noch MyESAM einsetzen oder die dieses eh nur als irgendwelches CMS-System verwenden, mal ganz ehrlich, wie viele Updates habe ich denn? Und wie relevant ist es denn, wenn mir tatsächlich mal eine Sekunde an Daten verloren geht? Wenn es tragbar ist, kann ich damit den Throughput signifikant erhöhen. Wenn es nicht tragbar ist, dann dementsprechend nicht ändern. Jede Datenbank hat da so ein bisschen seine eigene Einstellung. Ich zwinge hier ein bisschen so auf Microsoft. Unsere ist, wie gesagt, bei Default 1. Das ist nicht die schnellste. Wenn ich es auf 2 ändere, ist es, wie gesagt, per se 30-40% schneller. Dann Skip Name Resolve. Wie connecte ich mich bei einer MySQL-Datenbank? Username und Passwort, das kennt natürlich jeder. Aber da ist ja noch diese dritte Information. Von wo connecte ich mich? Das kann eine IP-Adresse oder das kann ein Hostname sein. Das kann man mit entsprechenden Zertifikaten dann secure gestalten. Was aber passiert? Mit jedem Connect auf MySQL macht MySQL ein DNS-Lookup. Was ist denn, wenn ich mich connecte als Carsten at Oracle auf MySQL und Oracle kann nicht aufgelöst werden? Das dauert. Dementsprechend, wenn man es machen kann, es ist wie gesagt auch ein Security-Problem, Skip Name Resolve bei 1 würde verhindern, dass der DNS-Server angesprochen wird. Ein ganz häufiges Problem, gerade bei Telekom-Anbietern, kann man einfach umgehen. Dementsprechend würde ich das auch setzen. Sync Binlogs, das ist das Äquivalent zu dem TRX-Commit auf Basis der Binlogs. Das spare ich mir an dieser Stelle jetzt einfach. Gut, Max Connections, eine super Setting, bei Default 151. Und einer der Entwickler, Gier, hat einen Blog geschrieben, wo er sagt, also aus seiner Sicht sollte die Setting sein pro Thread, pro CPU-Thread etwa 4 Verbindungen. Dann überlege ich, unsere Settings sind 150 by Default, das heißt also, er geht davon aus, dass das System 38 Threads hat. Falsche Annahme. By Default sind diese 151 wahrscheinlich zu hoch. Man muss tatsächlich gucken, also wie viele Systeme, wie viele Connections wird auf MySQL angewendet. Kann man relativ einfach tracen. Connections ist nur die Anzahl der connectierten Connections. Die Thread Connectors, das ist tatsächlich die aktuell parallele Anzahl der Connections, die muss man tracen oder man schaut Max Used Connections nach und sieht dann eben den entsprechenden Value. Und dann kann man tatsächlich sagen, also für 5 virtuelle CPUs oder 6 und dann setze ich einfach mal einen Faktor 10 an, ich bin nicht so konservativ wie Gier, würde ich sagen, also mit 50 sind wir ganz gut bedient. In dem Moment, wo die CPUs nicht ausreichen, die Connections abzufrühstücken, ist das Gesamtsystem langsam. Also das ist noch der schlechtere Anwendungsfall, als außer wenn ich dann den 51, 52, 53. Connection einfach ablehnen würde. Also von der Seite muss man sehr gut monitoren, kann man aber relativ einfach machen. Gut, es gibt noch zwei weitere Settings. I.O. Capacity von InnoDB, by Default 200 und 2000. In dem Moment, wo ich wirklich ein System habe, was sehr, sehr, sehr viel schreibt, kann ich diese Werte anpassen. Aktuelle Festplattensysteme können deutlich mehr. Also einige unserer Mitbewerber schreiben 6, 7, 8.000, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass die 2.000, was der Default ist, tatsächlich zu klein ist, kann ich relativ einfach hochbringen. Heißt aber natürlich auch, ich bräuchte ein dediziertes System, weil sonst geht mir einfach die Komplett-Performance von dem System kaputt. Gut, die MySQL Shell, wer die nicht kennt, die gibt es auch schon seit Release 5.7. Die MySQL Shell ist so das Ersatz von dem MySQL Client. Da kann man eine ganze Menge machen. Man kann die nativ mit JavaScript und nativ mit Python verbinden. Das ist der Client der Zukunft. Also ganz, ganz, ganz viel, wenn es um InnoDB Cluster und andere Funktionalitäten geht, kann man sehr, sehr schön in der Shell machen. Kann man auch über den Client machen, aber da ist es mehr Arbeit. Sollte man sich einfach mal anschauen. Die Shell ist tatsächlich der Client der Zukunft aus unserer Sicht und kann man viele Dinge automatisieren. Aber der MySQL Client, auch die Workbench sind natürlich immer noch da. Auch hier, ich spare mir die Demo. So, es kommen zwei kleine Breakouts. Einmal das Thema Verfügbarkeit. Also jeder will Hochverfügbarkeit. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist tatsächlich so. Ja? Ja, das kann man über vielerlei Möglichkeiten machen. Also so ganz traditionell gab es die Replikation. Ich habe einen Master und ich habe einen Slave. Und wenn der Master kaputt gegangen ist, ja, dann ist halt der B der neue Master geworden und ich habe mit dem B weitergearbeitet. Hier müsste ich jetzt tatsächlich einen Router oder was davor haben, damit ich dann meine Applikation sagen kann, nicht mehr das ist das aktive System, sondern der andere, ist an dieser Stelle aber kein Problem. Das kann man so machen. Da gibt es ganz viele Vorteile aus meiner Sicht. Das wäre jetzt dann der Ablauf dazu, wie die Commits ablaufen. Also mal ganz grundsätzlich, ich habe den Master und der Master arbeitet vor sich hin und der datet sich mit keinem der Slave-Systeme ab.
Das Schöne dabei ist, das ist super einfach, das habe ich in 2, 3 Befehlen aufgesetzt. Es gibt keine Dependencies und Netzwerk, ob das jetzt in Deutschland oder in Amerika, das interessiert mich nicht, weil der Master wartet nicht auf den Slave. Umgekehrt, die Datensynchronität zwischen dem Master und dem Slave ist nicht gewährleistet. Kann durchaus sein, dass der Slave irgendwie kaputt ist. Aus Master-Sicht merke ich das erstmal nicht. Muss ich halt monitoren, sage ich dann dazu. Aber so kann man das machen. Und gerade wenn ich dann auch Last ausgliedern will auf andere Systeme, ist das ein fantastisches Tool, um zu sagen, ich möchte den Master so sauber wie möglich halten. Und wenn der Master kaputt ist, dann gehe ich auf den Slave. Ganz einfach. Geht schon 20 Jahre, ist nichts Neues. Das ist ein bisschen neuer. Das geht so etwa 10 Jahre, 7, 8, 9 Jahre. Ich habe meinen Master, ich habe wieder meinen Slave. Ganz normale Standardreplikation mit einem Unterschied. Die Information wird auf dem Master-System gegenüber der Storage Engine erst dann committed, wenn ich ein Acknowledgement von einem Slave-System habe. Das ist immer noch super einfach und es gibt hier eine Dependency. Also wenn der Slave-Server nicht antwortet, kann ich definieren, was auf dem Master-Server passieren soll. Ich kann verhindern, dass die zwei Systeme auseinanderlaufen. So macht's Booking, so macht's Facebook, so machen es ganz, ganz viele. Da kommt man sehr, sehr weit damit. Aber ganz klar, man hat jetzt hier eine Dependency. Also das Netzwerk, das geht nicht mehr mit Deutschland und Amerika, sondern die Netzwerkverbindung hier zwischendrin, die muss einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell sein. Kann man, wie gesagt, schon lange Zeit machen, nennt sich semisynchrone Replikation. Ist immer noch Master-Slave, man kann auch Master-Master machen, funktioniert eigentlich soweit ganz gut, ist aber, wie gesagt, auch ein alter Hut. Das ist der neue Hut. Group-Replikation, InnoDB-Cluster. Funktioniert ein bisschen anders. Ich habe hier ein sogenanntes Konsensus-Building mit einer Zertifizierung zwischendrin. Das heißt, ich schreibe auf ein System, die Information wird auf die beiden anderen Systeme mit übertragen. Da gibt es mittlerweile verschiedene Consistency-Levels, ich kann das garantieren. Das ist immer noch sehr einfach, aber ganz klar, das Netzwerk ist hier das A und das O. Also vor 2 Jahren, wo ich den Vortrag gehalten hatte, hatte ich vielleicht gesagt, hey, das ist alles super. Ganz klar, das ist auch super, aber das Netzwerk muss funktionieren, weil wenn das komplette Netzwerk weg ist, habe ich hier ein Datenproblem. Und dementsprechend, Netzwerk ist hier A und O. Also wenn ich keine redundante Netzteile, keine redundante Netzwerkinfrastruktur habe, bezweifle ich, dass der InnoDB-Cluster, auch wenn es super einfach und nichts kostet, die richtige Lösung ist, weil ich eben in Dateninkonsistenten arbeiten werde. Von der Seite also muss man an dieser Stelle aufpassen, Netzwerk ist das A und O. Der andere Nachteil ist natürlich, ich habe tatsächlich 3 Systeme. Ja, okay, ist so. Wer diesen InnoDB-Cluster vor 2 Jahren nicht gesehen hat, der ist auch aufgezeichnet worden. Ganz grundsätzlich, ich mache 6, 7 Befehle und habe dann tatsächlich hier von den 3 Systemen ein aktives System. Und je nachdem, welches von diesen Systemen dann ja up oder down ist, wird der MySQL-Router immer nur auf ein aktuelles System connecten. Wer das sehen will, können wir am Stand machen. Dauert 5 Minuten, hat man den aufgebaut. War, wie gesagt, lange Zeit überhaupt kein Problem. Ja, jetzt kommt das Aber. In dem Moment, wo ich ein System habe, und da sind schon, sagen wir mal, 50 GB Daten drauf, und ich möchte dann ein 2., 3. System mit einfügen, muss ich ja zunächst erstmal eine Kopie machen, ein Backup machen, muss dieses Backup einspielen auf dem 2. System, dann nehme ich den 2. Server dazu. Also dieser vorgeschaltete Schritt, das war tatsächlich ein Problem. Und das braucht man jetzt nicht mehr. Es gibt das sogenannte New Cloning, also Cloning-Methode. Ja, ich habe meinen Server, da stehen die Daten drauf. Ich habe einen 2. Server. Dieser 2. Server klont die Daten von dem 1. System einfach rüber. Ich baue dazwischen jetzt eine Replikation vielleicht noch auf, baue ganz in Ruhe meine 2 anderen Systeme auf. Meine Applikation läuft weiter. Ich habe alle Zeit der Welt. Repliziert die Änderungen rüber, switch meine Applikation rum und habe meinen InnoDB-Cluster. Das Ganze ist ein Aufwand von ein paar Minuten und auch große Datenmengen, das ist im Prinzip nur ein Netzwerk-Copy, den ich hier mache, kann ich so sehr, sehr einfach abbilden. Das Ganze ist automatisiert über die MySQL-Shell, klingt komplizierter, wie es in der Praxis ist. Es gibt, wie gesagt, leider noch keine Videos dazu. Wahrscheinlich sind noch Sommerferien, aber ich denke, die werden jetzt sehr, sehr schnell nachkommen. Wie gesagt, Group-Replikation, alter Hut, dieses Klon, das ist tatsächlich jetzt neu. Aber, wie gesagt, ich brauche 3-mal die Ressourcen. Das Netzwerk ist immens wichtig. GTID ist mandatory. Ich brauche einen Primary Key. Ohne Primary Key geht es gar nicht. Und MySQL Shell ist irgendwo verbindlich. Die muss tatsächlich verwendet werden, sonst habe ich da ein Operationen-Betriebssystem-Problem. Aber kann man machen. Einfach mal vor 2 Jahren, wie gesagt, hatte ich den Vortrag gehalten. Einfach mal anschauen. Das stimmt immer noch. Das Einzige, das Cloning, das ist jetzt die neue Komponente, die mit dazugegangen ist. Entschuldigung. So, 2 weitere Folien noch.
Einmal Document Store, das ist in Anlehnung an den Vortrag von dem Markus Wieland gestern. Also unsere, die Datenbanksicht ist immer die, ich habe so spezialisierte Tabellen und da habe ich Columns und ich habe Zeilen, alles schön und gut. Die Entwicklersicht ist oft eine andere. Die Entwicklersicht ist oft, dass ich sogenannte Documents habe. Ganz oft sind es tatsächlich JSON-Documents. Und diese JSON-Documents sollen tatsächlich in MySQL gespeichert werden. Das kann man tun. Das nennt sich NoSQL in MySQL oder MySQL Document Store. Auch das ist keine neue Funktionalität. Sinngemäß habe ich hier meinen alten Zugriff über SQL und ich habe hier meinen neuen Zugriff über X-Protokoll. Neuer Zugriff heißt, es gibt es etwa auch schon so 2 Jahre. Tatsächlich ist es hier so, dass ich die relationalen Daten speichere und die JSON-Daten werden tatsächlich auch in der Tabelle vorgehalten, aber wir sagen, es ist schemaless, weil es tatsächlich nur ein einziges Feld ist, was hier abgelegt wird. Vieles, was Sie von einer Mongo oder von anderen Systemen können, können Sie mit MySQL ganz genauso auch machen. Das funktioniert. So, das alles wird in InnoDB gespeichert, sodass letztlich auch alles Asset-Compliance ist, über Support und Replikation und Verschlüsselung kann man auch alles mit dieser Methode machen, gilt immer für das SQL als auch für das NoSQL-Interface. Ist einfach die Referenz dazu, die Befehle einfach in Ruhe durchgucken. Ich habe ein kleines Zeitproblem, sorry. Diese sogenannte CRUD-Engine ist eben kein klassisches SQL mehr. Hier sind jetzt 4 Beispiele benannt, .NET fehlt. Man könnte es mit .NET an dieser Stelle auch machen. Es ist tatsächlich, der Zugriff auf MySQL wird anders abgefrühstückt als mit einem SQL, typischerweise sehr, sehr viel einfacher. Und ja, es ist eine Art Mongo-Äquivalent-Produkt. Da gibt es Unterschiede, aber auch hier können wir gerne dann im Nachgang diskutieren. Und wie gesagt, in dem Moment, wo ich alles mit TRX Commit 1 und mit dem Syncbinclog 1, wie auch der Standard wäre, belasse, ist tatsächlich alles nach wie vor Asset Compliance. Das ist übrigens der Mike Sinner, der hat es entworfen, also ist nicht irgendwie ein Symbolbild, ist auch ein Österreicher, wie der Markus Wienand eben auch. Gut, ich glaube, Security mache ich jetzt wirklich nur ganz schnell. Die Daten, die auf MySQL abgelegt werden, liegen auf lokaler Festplatte, Punkt. So, dieses lokale File kann ich im weitesten Sinne auslesen. Ob ich das jetzt mit wirklich ganz simplen Methoden mit einem VI oder mit anderen, lasse ich an dieser Stelle erstmal außen vor. Aber mal grundsätzlich, wenn der Server bei mir im Rechenzentrum steht, ist es vielleicht kein Problem. Wenn der Server vielleicht bei einem Cloud-Anbieter irgendwo läuft, möchte ich das vielleicht nicht. Und ja, man kann diese Daten verschlüsseln. Das geht. Das ist keine kommerzielle Extension. Da gibt es zwar noch mal ein paar schönere Lösungen, aber das kann man tatsächlich mit MySQL auch machen. Grundsätzlich ist es so, ich habe hier einen sogenannten Master-Key. Der Master-Key wird verwendet, um den table-basierten Key zu ver- oder zu entschlüsseln. Dementsprechend einfach kann ich den Master-Key auch ändern. Kann man sehr, sehr einfach umsetzen. Grundsätzlich lade ich einfach ein Plugin, das nennt sich Keyring File Plugin. Und mit diesem Keyring File Plugin kann ich dann sehr, sehr einfach sagen, okay, ich lade das. Wie gesagt, ich verwende auch noch die MyCNF. Ich lade dieses Keyring File Plugin, es wird automatisch ein Key angelegt. Wichtig an dieser Stelle ist, das ist halt so in Anführungsstrichen meine Versicherung. Dieser Key muss halt in irgendeiner Art und Weise geschützt werden. Das ist genau die Methode, wo die kommerzielle MySQL-Version ein paar elegantere Methoden hat. Nichtsdestotrotz, wenn man da einfach mal bei den Hostern guckt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und das kann man auch tatsächlich mit MySQL anwenden. Und last not least, wenn ich das Plugin geladen habe, wenn ich mein Master Key habe, kann ich tatsächlich eine Tabelle XYZ sehr, sehr einfach verschlüsseln, was letztlich heißt, dass wenn diese Platte oder wenn die Datei auf Platte liegt, nicht mehr ausgelesen werden kann. Und Sie erinnern sich vielleicht, eingangs hatte ich gesagt, das geht jetzt auch mit den MySQL System Tablespace. Ja, also den kann ich eben an dieser Stelle ganz genauso einfach verschlüsseln. Aber wichtig ist, der Key und der Key muss tatsächlich geschützt werden. Gut, das war jetzt zum Schluss alles sehr, sehr schnell. Ich hatte eingangs gesagt, 8 Schritte und tatsächlich, es sind auch 8 Schritte. Also wie gesagt, das ist dieses U-Limit, was ich ändern würde. Ich würde die YAML-Repository verwenden. InnoBD Dedicated Server ist eben diese in Anführungsstrichen Speicheroption. Ob Sie dieses TRX-Commit, das Syncbinlog ändern, hatten wir kurz drüber gesprochen. Heißt halt auch, es ist unter Umständen nicht Asset-Compliant, aber gerade für diese MyESAM-Anwender, schöne Sache. Skip Name Resolve, eine Security-Einstellung, Max Connection hatten wir kurz drüber gesprochen. Ich würde auf alle Fälle eine HA-Lösung in irgendeiner Art und Weise verwenden, aber halt so einfach wie möglich, also Master-Slave oder Master-Master oder halt den InnoDB-Cluster, wenn ich ihn dann verwenden kann. Und diese Document-Store-Ansätze in Verbindung mit ja, der CRUD-Engine sind einfach für Entwickler sehr, sehr interessant. Einfach mal ausprobieren. Ich würde empfehlen, die Daten so oder so zu verschlüsseln, vor allen Dingen eben dann, wenn ich diesen Server nicht in meinem Rechenzentrum habe.
So viel Security gibt es nicht. Und das ist nicht alles, aber das sind so die Punkte. Ich glaube, da hat man ganz, ganz, ganz viel damit schon abgefrühstückt. Und gerade mit diesem Dedicated Server, ich behaupte mal, viele von Ihnen kannten das nicht. Es ist eine Einstellung. Einfach ausprobieren. Es gibt viel, viel mehr. Monitoring, Auditing, User Management, Authentication. Schenke ich mir an dieser Stelle jetzt alles. Haben wir noch 2 Minuten Zeit für Fragen? Ich muss mal fragen, also habe ich jetzt bis 3 oder bis 4 nach? Bis 4 oder? Bis 3. Okay, gut. Aber 2, 3 Fragen gehen noch? Okay, also Fragen. Nee? Also wir sind auch noch eine Zeit lang am Stand. Einfach mal vorbeikommen und ich weiß, Sergej wird mit Sicherheit auch viele, viele Antworten wissen, auch von MySQL. Von der Seite einfach dann meinen Nachfolger fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Sonntag noch. Applaus